Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Aber als allererstes wünsche ich euch natürlich allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin ganz ehrlich mit euch. 3 Tage vor Weihnachten gab es bei mir leider keine so geile Nachrichten. Ja, aber was genau will ich jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es bei euch anders ist, dass ihr keine schlechten Nachrichten bekommen habt, dass es euren Familien gut geht, dass ihr ein schönes Fest feiert oder auch an diejenigen, die es nicht feiern, dass ihr entsprechend trotzdem, dass es allen gut geht bei euch. Ich habe ja eben erwähnt, bei mir kam leider eine Nachricht rein, genau 3 Tage vor Weihnachten, die alles andere als geil war. Trotzdem will ich für euch die Videos auch in den Festtagen produzieren. Mich lenkt das Ganze auch, um ehrlich zu sein, ganz gut ab momentan. Und ja, ich hoffe einfach, euch allen geht's gut, ihr seid gesund und habt viel Spaß mit den Videos. Ich hoffe, ich unterhalte euch auch an den Feiertagen. Und ich würde sagen, gehen wir direkt weiter. Beziehungsweise fangen wir direkt mal an hier mit dem Duell gegen Lazio und danach gegen Spezia in der Serie A. Wir müssen dann nämlich wieder hochkommen. Und ja, auch an Weihnachtstagen gibt es dann auf meinem Kanal hier den Serie A-Fußball. Die Aufstellung bei Lazio sieht wie folgt aus dem 3-1-4-2-System mit Mateus im Tor, Bastos, Chamulera und Armini in der Dreierkette. Escalante bildet das defensive Mittelfeld. Und dann hier mit Wilfried Zaha, Valverde, Demirbay und Marusic im Vierer-Mittelfeld und Murki und João Pedro ganz vorne. Und damit Wilfried Zaha ja auch eine Newcastle-Legende im Team. Also jeder weiß Bescheid, der meinen Pesca hier verfolgt hat. Wir haben immer mit Donnarumma im Tor, dann Kumbula, Koulibaly und Militao im Dreierabwehr, dann Hernandez, Camavinga, Kessié und Semedo im Mittelfeld, Zaniolo hier im offensiven Mittelfeld und ganz vorne heute Ante Rebic zusammen mit Marcus Thuram. Mit dem linken bringt er den da rein. Zaniolo wollte da den Fallrückzieher nehmen. Und Kessié zieht jetzt ab, aber Mateus hat den Ball. Jetzt hier die Freistoßmöglichkeit für Valverde. Thuram hat den erstmal geklärt. Jetzt ist hier Kessié, nein. Chamulera hat den Ball. Der Pass ist richtig gut, aber Donnarumma hält den. Starke Parade von Gianluigi Donnarumma. Demirbay war hier nicht erfolgreich, aber Jesus Chamulera hält den. Demirbay mit dem Schuss und dann am Ende seinen Meister gefunden hier in Gianluigi Donnarumma. Valverde stark, wie Camavinga sich den Ball erobert. Macht das richtig gut hier, Eduardo Camavinga. Ante Rebic. Rebic mit diesem Pass hier auf Camavinga, der war richtig stark. Und jetzt hier Eduardo Camavinga gegen Mateus. Camavinga ist nicht der Sieger. Mateus mit dem Fuß dazwischen gewesen. Ah, das war kein gutes Zusammenspiel. Muriqi. Valverde, das war ein super Pass. Und der Ball ist drin. Lazio Rom führt hier. 1-0. Die Laziali hier tatsächlich in der 58. Minute gehen hier in Führung. Ist für sie natürlich auch nochmal, wären nochmal Big Points rund um den Kampf da oben. Für Milan wäre es natürlich bitter, wenn man nach dem letzten erfolgreichen Spiel gegen Crotone hier wieder in die Niederlage einstecken müsste. Hier sehen wir das Ganze nochmal, den Ball dazu Muriqi gebracht, der ja den Doppelpass halt hatte. Und den Ball dann mit links reinhaut, wie Donnarumma war da gar nicht zu halten. Sehen wir den Schuss nochmal richtig satt. Keine Chance für Gianluigi Donnarumma. Und Vedat Muriqi, der Kosovare mit seinem 7. Saisontor. Lazio Rom hier in Führung, 1-0 für die Laziali. Rebic, schöner Pass hier auf Thuram, er zieht direkt ab, aber Mateus war da wieder dran. Der hält bisher alles, was wir ihm da servieren. Einwurf Lazio. Aber Theo Hernandez ist dazwischen stark und da ist viel Platz für Andrea Belotti, der gerade reinkam. Andrea Belotti schießt, Mateus schon wieder dazwischen. Ante Rebic hat den Ball, bringt ihn nochmal ins Zentrum, aber das war leider dann nicht mehr gefährlich. Schade, der mir bei. Benacer, jetzt hier Rebic. Ja, da ist er, Ante Rebic auf Andrea Belotti. Auf links war eben Theo. Und wenn Theo jetzt den richtigen Pass spielt hier auf Zaniolo, hätte es gefährlich werden können. Tempo jetzt wieder etwas rauskommen. Jetzt hier Camavinga, er zieht einfach ab, aber leider drüber der Ball. Schade. Auf Rebic. Oh, der letzte Ball war nicht gut. Zaniolo war da nochmal irgendwie dran. Jetzt Theo Hernandez, es sind die letzten Momente dieses Spiels hier. Theo Hernandez flankt den Ball bitte nochmal rein. Der Ball geht nochmal rein. Aber Lazio kann ihn erstmal klären und Parolo schießt den Ball weg und das Spiel ist damit durch. Lazio gewinnt 1-0 gegen Milan und sichert sich damit diesen Sieg hier. So, jetzt sind wir im Duell gegen Spezia und gucken uns unsere Aufstellung ein. Heute mal im 4-3-3 mit Donnarumma im Tor. Links dann Theo Hernandez, Koulibaly, Militao und Conti in der Viererkette. Conti statt Semedo heute drin. Kessié, Berg und Benassa bilden das Dreier-Mittelfeld. Und dann da vorne haben wir unsere drei Leute mit Thuram, Rebic und Tavares. Thuram und Tavares halt auf den Flügelpositionen. Und wir schauen uns dann gleich mal an, wie Spezia agieren wird. Ist auf jeden Fall ein Gegner, den wir eigentlich schlagen sollten. Das muss man schon ganz ehrlich sagen.
hier müsste ein Sieg drin sein, jetzt nachdem man gegen Lazio verloren hat, das war ein Gegner, kannst du auch mal ja, Punkte liegen lassen, die sind halt stark. Aber so Duelle wie gegen Spezia müssen wir schon gewinnen, um uns da nach und nach rauszukämpfen. Ich habe ja gesagt, mein Saisonziel ist wirklich für die Hinrunde ein einstelliger Tabellenplatz. So im Tor übrigens. Die spielen auch 4-3-3-System mit Kornienko, Hanko, Ismailji und Salva in der Viererkette. Carballo, Alcaraz und Johansson im Dreiermittelfeld. Und ihre Dreierreihen vorne heißt Murillo, Romero und Mabil. Das Spiel hat jetzt hier begonnen. Benacer. Thuram. Thuram direkt mal hier mit einem Vorstoß. Und Thuram überläuft einfach mal alles und jeden. Markus Thuram mit dem Abschluss und dem Treffer. Was ist das denn bitte für ein Beginn hier für den AC Milan? 2 Minuten gespielt, beziehungsweise 1,5. Und schon steht es hier 1-0. Super geiler Auftakt natürlich. Gerade nach der letzten Niederlage gegen Lazio ist es sehr, sehr schön, dass Milan hier so früh zuschlagen kann. Und gleich mal viel, ja, klare Verhältnisse würde ich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall schon mal viel aus unserer Sicht die richtigen Verhältnisse sorgen kann. Thuram macht das einfach unglaublich gut. Über dem linken Flügel macht er den da rein. Sehr, sehr schöner Treffer hier. Einfach mal reingeschlänzt. Zoe streckt sich da, hat aber keine Chance, den noch zu halten. Schöner Treffer von Marcus Thuram, auch wenn er in der Realität sich mit ein paar anderen Schlagzeilen gemacht hat. Ist das ein super Stürmer. 5. Serie A-Tor, muss man sagen. Und ja, 1-0 hier gegen Spezia. Es scheint zu laufen auf jeden Fall. Zumindest früh im Spiel hier. Einwurf Spezia. Carballo mit der Flanke in den Strafraum. Theo kann den erstmal klären. Jetzt ist hier Thuram auf Ante Rebic. Rebic Ball landet bei Tavares, der auf Kessié. Das war ein super Zuspiel. Und jetzt hier Frank-Yannick Kessié. Kessié etwas spät zur Winkel, zieht trotzdem ab. Zoe hat den, Thuram läuft da leider vorbei. Aber das bleibt gefährlich, weil Benacer jetzt den Ball hat. Rebic, die Flanke hier auf Tavares. Das Ganze bleibt erstmal noch gefährlich. Tavares auf Andrea Conti. Die Flanke in den Strafraum. Rebic kommt da leider nicht ran. Und jetzt konnte hier Spezia erstmal nicht klären, weil Berg dran ist. Kessié und Rebic mit dem Lupfer. Zoe ist da dran. Und jetzt kann Spezia erstmal klären. Aber Milan macht weiter Druck. Milan macht weiter Druck. Kessié auf Rebic. Der zieht ab. Der Ball wird abgefälscht. Benacer bringt ihn nicht weg. Und jetzt kann Spezia dann endgültig mal diesen Ball hier klären. Kornienko jetzt hier mit einem schönen hohen Ball auf Murillo. Der spielt ihn direkt weiter. Oh, was ein schönes Zuspiel von Spezia. Und das war eine riesige Chance für Mabil, den er nicht reinmacht. Aber war das wunderbar herausgespielt von Spezia, muss man sagen. Volley genommen, volles Risiko. Also dieser Angriff hätte eigentlich mit einem Tor belohnt werden müssen, muss man ganz neutral sagen. Das war ein wunderschön ausgespielter Angriff von Spezia. Murillo jetzt hier. Hat jetzt viel Platz. Zu viel Platz eigentlich. Koulibaly, das ist ein Foulspiel. Das ist kein, das war Kessié übrigens, nicht Koulibaly. Leute, das sind Elfmeters. So, das sind korrekte Elfmeter. Das ist kein Elfmeter-Bug, das ist ein Elfmeter. Damit kann ich auch absolut leben. Und jetzt hier die große Chance für Spezia und Murillo. Was machen sie? Murillo macht ihn nicht rein. Donnarumma hält ihn. Gianluigi Donnarumma hält diesen Elfmeter von Murillo. Er ist der Held bisher dieses Spiels. Was ein Ding. Murillo nicht gut geschossen, muss man sagen. Donnarumma hat ihn dann ganz einfach. Sehr schön, es steht weiter in 1-0 Milan. Alcaraz. Geklärt von Tavares, aber es bleibt gefährlich. Donnarumma hält auch diesen Ball hier. Was für Chancen jetzt hier für Spezia und es bleibt gefährlich. Es bleibt gefährlich. Gute Drehung hier von Alcaraz, aber Donnarumma ist unser Held. Donnarumma hält alles. Ich muss was trinken, Leute. Meine Stimme, aber Donnarumma überragend. Überragender Keeper. Hält eben auch den hier. Oh, und Mabil mit einer guten Körperbeherrschung. Koulibaly und es wird den nächsten Elfmeter. Nein, es gibt keinen Elfmeter. Boah, jetzt haben wir mal richtig Glück gehabt, denn das war eigentlich der Elfmeter. Koulibaly hat den da komplett umgegrätscht. Glück gehabt. Schöner Ball hier auf Marcello. Und der Ball hier, Kumbula klärt. Spezia mit dem Nachschuss, Donnarumma hat den. Spezia gibt nochmal alles, um hier irgendwie auszugleichen. Die machen nochmal richtig Druck. Und hier sehen wir aus der Sicht von Donnarumma, das war eine richtige Granate, aber er kriegt da seine Hand dazu, dazwischen. Ismailji, aber das Spiel ist jetzt vorbei und wir gewinnen 1-0 gegen Spezia mal wieder. Ein Sieg in der Serie A, sehr, sehr schön. Wir gucken natürlich jetzt auch gleich, wie sich das tabellarisch auswirkt. Wir sind auch gleich mal im Trikot und Hose, wollten uns fast schon selbst einwechseln, nein, Spaß.
gehen wir in die Tabellensituation rein und gucken, wo wir stehen. Tabellarisch hat sich gar nicht so viel geändert. Ihr seht immer noch Platz 17 mit 13 Punkten aus 13 Spielen. Nicht so geil natürlich, aber immerhin schaffen wir es nach und nach ein paar Siege einzuholen. Ja, der einstellige Tabellenplatz ist 7 Punkte weiterhin entfernt mit Udinese. Spezia ist auf 8 tatsächlich überraschend. Und wir hatten tatsächlich noch eine Nachricht, ein Leihangebot für Dahl, nämlich da gehen wir natürlich auch mal kurz noch rein hier am Ende dieser Folge. Und zwar will Midtjylland irgendwie 2 Jahre ausleihen. Kann ich denn, ja doch, das ist eigentlich okay, ne? Das Gehalt ist auch in so einem kleinen Rahmen, 3200, ob ich da jetzt ein bisschen mehr oder weniger übernehme, ist ja eigentlich egal. Dementsprechend wird er da hingehen, wenn er das annimmt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall damit verabschieden von der jetzigen Folge. Wie gesagt, habt schöne, besinnliche Tage. Bleibt alle hoffentlich gesund. Ich hoffe, euch geht's gut. Und genießt die Zeit mit eurer Familie, egal ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Euer Velosch meldet sich ab und bye bye.